Ich habe hier zwei wunderbare Geräte, Wellness für zu Hause, Entspannung, ein bisschen relaxen und ja, damit geht das wunderbar. Was ich hier stehen habe, seht ihr nach dem Intro. Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mal nicht in der Küche und auch nicht oben im Kinderzimmer, sondern mal im Wohnzimmer. Ja, in den aktuellen Zeiten ist es ja ein bisschen schwierig, sich was Gutes zu tun. Über Spazierengehen hinaus, meine ich natürlich. Und wenn Lockdown ist und Quarantäne ist, dann ist ja auch noch nicht mal mehr Spazierengehen. Von daher, ich habe hier zwei wunderbare Geräte. Eins erst seit ein paar Monaten in meinem Besitz und eins schon anderthalb Jahre. Und ich dachte, vielleicht sind die Teile interessant für euch und ich stelle sie euch mal vor. Ich habe zum einen eine Massageauflage, einen Massagesitz und dann habe ich ein Gerät für eine Fußmassage. Denn ja, Massagen kann man sich ja momentan nicht geben lassen. Selbst Läden wie My Wellness oder sowas sind geschlossen. Schwimmbäder sind geschlossen. Ach, ich muss euch ja nichts erzählen. Ihr kennt das ja alles. Von daher, ich mag gerne Massage. Ich arbeite im Kindergarten. Der Rücken freut sich über ein bisschen Kneterei. Und ja, auch die Füße mögen manchmal ein bisschen geknetet werden. Drum, ich zeige euch die beiden Spielzeuge. Wir fangen heute im Video mit der Rückenmassage an. Und in einem separaten Video stelle ich euch dann das tolle Fußmassagegerät vor. Auf geht's! Ich habe die Kamera mal vom Stativ genommen. Ich hoffe, die Hand ist ruhig genug und zeige euch diese Massageauflage mal aus der Nähe. Ja, so sieht das Ganze aus. Das Rückenteil ist sehr stabil und massiv. Das ist, ja, das verbiegt sich nicht, das knickt sich nicht. Hier unten das Sitzteil, das ist flexibler. Ja, soweit so gut. Wir haben hier einen Bereich für eine Nacken- und Schultermassage, dann natürlich den Bereich für die Rückenmassage und dann noch ein bisschen was für den Pübbes. Gesteuert wird das Ganze mit einer Fernbedienung. Die ist hier dran mit einem Kabel, auch ziemlich lang, kann gut gesteuert werden. Und betrieben wird das Ganze, ich habe hier noch das andere Kabel, mit einem sehr langen Kabel. Ja, bis in die Steckdose hinein. Und ja, ich zeige euch das Ganze jetzt mal, wie es funktioniert und was es so kann. Die Massageauflage hatte René mir vorletztes Jahr zum Geburtstag geschenkt, also 2019, weil ich schon häufiger Rückenschmerzen habe. Ich hatte vor einigen Jahren, vor vielen Jahren, einen Bandscheibenvorfall und ja, Rücken ist da so eine Angelegenheit. Von daher wollte er mir was Gutes tun und hat mir dieses wunderbare Teil vorletzten Geburtstag geschenkt. Das ist eine Massageauflage, eine Shiatsu-Massageauflage von der Firma Snailex. Wenn ich runtergucke, ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht, um euch keinen Käse zu erzählen. Ja, die Firma Snailex hat diese Shiatsu-Massageauflage eben im Handel. Gekauft haben wir das Ganze auf Amazon, natürlich wie üblich, verlinkt unten, falls ihr Interesse habt. Ja, günstig ist das Teil nicht, hat 150 Euro gekostet und ja, ist eine Anschaffung, worüber man schon eine Weile nachdenkt, ob man so viel Geld ausgeben möchte. Aber ich kann euch sagen, es ist es wirklich wert. Ich liebe diese Auflage und ja, mein Rücken erfreut sich immer wieder daran. Ich hatte vorhin in der bewegten Aufnahme schon gezeigt, es gibt drei Bereiche. Es gibt hier oben den Bereich für Nacken und Schulter. Den Bezug kann man übrigens abmachen, der ist mit einem Reißverschluss fest und super easy waschen. Oder man kann ihn auch abmachen, wenn man die Massage noch intensiver und stärker haben möchte. Ebenso ist es hier im Rückenbereich. Hier geht es um die Wirbelsäule, um den Rücken. Hier ist nochmal so eine Auflage, die das auch so ein bisschen abpuffert. Wer es stärker macht, macht es ab. Und auch dieses Teil kann natürlich gewaschen werden. Ist so ein bisschen hygienischer. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Wir haben hier oben, ihr seht schon, das ist so ein bisschen ausgebeult. Wir haben hier vier Kugeln, zwei größere und zwei kleinere. Vom Hersteller werden die Rotationsknoten genannt und die bewegen sich fleißig und massieren Nacken und Schultern. Ja, hier im Rückenbereich sind natürlich auch wieder Rotationsknoten. Die können individuell eingestellt werden. Und zwar haben wir hier auch wieder vier Rotationsknoten. Und im Pübisteil haben wir eben diese, wie ich vorhin sagte, Vibration.
Zu all diesem Vergnügen ist der gesamte Rückenteil, sowohl der obere als auch der untere Rückenteil, komplett beheizbar. Das heißt, ihr könnt euch auch mit Wärme nochmal was Gutes tun. Ja, das hier lässt sich schön verstellen. Wir machen das mal an. Bedient wird das Ganze, wie gesagt, mit der Fernbedienung. So geht das Teil an. Und man kann die Massage timen auf 5, 10 oder 15 Minuten. Man kann hier einstellen, ob man die Hitze dabei haben möchte oder nicht. Und hier oben im Schulter- und Nackenbereich kann man noch einstellen, ob sie sich rechts oder links rumdrehen sollen. Ich habe es jetzt mal eingestellt. Ihr seht, wie sich das Ganze jetzt bewegt. Ich glaube, ihr könnt es ganz gut sehen. Ja, und jetzt drücken wir nochmal drauf, jetzt dreht sich das Ganze in die entgegengesetzte Richtung, je nachdem, wie es gerade eben benötigt wird. Der Rückenteil, ich mache jetzt oben den Nacken mal aus. Das Ganze ist auch nicht so extrem laut, wie ihr hört. Der Rückenteil, der ist auch einstellbar. Ihr könnt euch den oberen Rücken massieren lassen mit den Elementen. Ihr könnt euch den unteren Rücken massieren lassen oder den gesamten Rücken. Diese Kugeln, ich mache es mal ab, hier seht ihr das so ein bisschen, ist sogar ein bisschen beleuchtet. Die wandern auf und ab, rotieren dabei und kneten alles durch, was geknetet werden soll. Man kann die auch auf einer gewissen Position anhalten mit der Fernbedienung, wenn es an einer Stelle besonders verspannt ist. Und man kann sie aber auch rollen lassen, dass sie entlang der Wirbelsäule auf- und abrollen. Je nachdem, wie die Verspannung eben ist. Ja, dabei kann man eben, wie gesagt, Hitze einstellen. Die wird hier unten angemacht und hier oben. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Das ist dieses wunderbare Spielzeug. Ich mache es mal aus. Ist nicht allzu leicht. Ich hatte es mir aufgeschrieben. Genau, 7,3 Kilo wiegt das Teil. Ich habe das hier im Bettkasten unterm Sofa verstaut und damit ist es auch eigentlich immer easy, schnell rausgeholt. Man kann es im Grunde auf den Stuhl, auf den Sessel, auf dem Sofa, auf Fußboden theoretisch, wenn man möchte. Das Teil kann überall, ja, auf jeder Sitz- und Liegefläche theoretisch angewandt werden. Ich habe es am liebsten hier auf dem Sofa, weil dann hat das Ganze auch Halt und Stabilität und für mich ist das einfach eine gute Sitzposition. Ansonsten habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Die Massage und auch die Vibration, die gehen schon ziemlich ins Tiefengewebe, haben mir bei allen Rückenschmerzen bisher immer fantastisch geholfen. Und ja, selbst wenn man keine Rückenschmerzen hat, ein bisschen Entspannung, ein bisschen Wellness, mal den Kopf ausschalten, ja, es ist einfach wunderbar. Ja, René hat mir damit einen ganz, ganz großen Gefallen getan und ich wollte euch das Teil mal vorstellen, gerade in der aktuellen Zeit. Ich denke, auf irgendeine Weise wollen wir uns doch alle ein bisschen was Gutes tun. Und ja, wenn es außerhalb der eigenen vier Wände nicht geht, dann halt eben zu Hause. So viel dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch interessiert, wie gesagt, schaut mal unten in die Infobox. Und dann sehen wir uns im nächsten Video mit dem Fußmassagegerät. Bis dann. Macht's gut.